Ich habe immer den Hintergedanken, wenn ich jemals meinen Job verliere oder irgendwas in der Richtung, dass ich innerhalb von einer Woche einen neuen bekomme. Das ist mehr Geld, als die meisten Leute in meinem Alter brauchen. Hi, ich bin Alex, ich bin 23 Jahre alt, ich bin Programmierer und arbeite 100% im Homeoffice. Ich stehe normalerweise zwischen 8 und 10, auf je nachdem, wann Nala mich weckt. Ich schaue morgens immer erstmal nach den E-Mails, ob es irgendwelche E-Mails gibt, ob irgendwas geändert hat. Aktuell nichts. Normalerweise schaue ich mir an, was ich den Tag über mache. Und schreibe dann kurz in unseren Stand-Up-Channel. So schreibe ich Good Morning, my plan for today. Wir sind ein Airtable Open-Source-Konkurrenz im Prinzip. Und Airtable kann man sich so vorstellen wie Spreadsheets, aber online und mit mehr Features und mehr Sachen, die man machen kann. Meine beiden To-Dos für heute sind einmal den Info-Button schreiben und auf Feedback reagieren von der Community und von den anderen Team-Membern. Der Info-Button selbst wird wahrscheinlich ein paar Stunden dauern, den zu programmieren. Für das neue Feature hat Bram mir im Prinzip ein Mockup erstellt. Das bedeutet, er hat schon mal in einem anderen Tool ungefähr aufgebaut, wie es aussehen soll. Alles, was man hier sieht, gibt es bereits. Das Einzige, was neu ist, ist hier unten das Blaue, dieser blaue Button, also dieser blaue Link. Und das heißt, so soll es dann ungefähr aussehen. Das heißt, dieser blaue Link soll dann da unten sein. Wenn man dann drauf drückt, öffnet sich so ein Pop-up und da sind dann die Informationen drin. Spezifisch hier bei der Aufgabe ist es nur wichtig, dass alles gut aussieht und dass der Text gut formuliert ist. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich schreibe immer den englischen Text zuerst und manchmal muss ich tatsächlich auf Deutsch übersetzen, weil ich nicht weiß, wie man es vernünftig auf Deutsch formulieren soll. Mir fällt es viel leichter, das auf Englisch zu formulieren. Und Google Übersetzer macht das besser als ich. Also kopiere ich es einfach schnell und dann schaue ich mir so, ja, das ist schon besser, als was ich wahrscheinlich geschrieben hätte. Okay. Wird dynamisch vorausfüllen. Ja, das hört sich sehr deutsch an. Fantastisch. Ich habe 3 Jahre lang studiert, Computer Science in England. Habe dabei im zweiten Jahr angefangen mit meinem eigenen Startup als Co-Founder. Habe das 2 Jahre lang gemacht, bin dann 2 Jahre lang zur amerikanischen Firma gegangen. Ich bin jetzt vor kurzem zu Baseshore gewechselt, immer als Software-Engineer bei allen. So soll er am Ende aussehen, der hier unten. Und so sieht er aktuell aus. Zum Beispiel, also das Fragezeichen fehlt noch, der ist nicht so zentriert, wie er sein soll und so weiter. Also wir nähern uns, aber wir sind noch nicht ganz da von dem Button selbst. Der Button an sich sieht so aus, wie er aussehen soll. Also der passt jetzt. Nächster Schritt ist, ist jetzt richtig zu zentrieren. Also jetzt ist es so zentriert, davor war es irgendwie komisch unten links und jetzt haben wir schon mal, dass es von der Position her richtig ist. Also aligned im Prinzip mit den ganzen anderen Feldern. Man schaut, wenn man hier eine Linie runterziehen würde, dann wäre das jetzt schon mal richtig positioniert. Was ich jetzt mache ist, ich mache ein kleines Video von dem, was ich gemacht habe und schicke das Bram, um mir zu zeigen, wie das funktioniert, also mit der Scrollbar und alles. Um einfach nur kurz zu fragen, ob das so ist, wie er gemeint hatte. Hier, so sieht es aus, das GIF, was ich gemacht habe. Three feels like a few windows large. Und passt das, was du gemacht hast? Ja, also was ich gemacht habe, war in Ordnung, das sieht gut aus. Also jetzt, wo die Hälfte des Features im Prinzip fertig ist, also der Button existiert, der ist richtig formatiert, alles gut. Als nächstes kommt dann, dass wir den Infotext brauchen, also wenn man auf den Button draufdrückt, soll sich ein Pop-up öffnen, dann kommt Infotext hin. Was der zweite Schritt ist, aber zwischen dem ersten und zweiten Schritt gehen wir jetzt nochmal raus, mit Nala kurz laufen. Ja, ja, ja. Sind wir sehr aufgeregt, wenn wir laufen gehen. Ich habe viel Zeit über den Tag. Und ich meine, Nala muss irgendwann laufen, also habe ich nicht wirklich eine Wahl. Aber es ist schön. Ja. Jetzt fange ich auf jeden Fall schon mal mit dem Modal an. Also dieses Pop-up. Modal bedeutet Pop-up. Also wenn man da drauf drückt, sollte jetzt ein Pop-up kommen. Aktuell passiert gar nichts. Ich drücke drauf und es passiert nichts. Und was passieren sollte, ist, du drückst drauf und dann kommt hier so ein Pop-up. Genau. Und das Pop-up muss ich halt jetzt programmieren. Also das funktioniert jetzt. Also schon drauf und alles beschrieben, so wie es sein soll. Also man klickt hier unten drauf, dann kommt das hier. Und da ist jetzt einfach erklärt, wie ein Feature funktioniert, was man benutzen kann. Ja, ich bin zufrieden. Ja, ja, natürlich. Also, ist nicht perfekt. Will nicht für sehr komische Bildschirme 100% super aussehen, aber
für gängige Bildschirme funktioniert. Ja, und dann sind wir eigentlich fertig. Ich glaube, das Coolste ist wahrscheinlich, dass man nur mit seinem Computer aus nichts etwas erschaffen kann. Sondern wie wenn man ein Buch schreibt. Man fängt damit nichts an, fängt was runterzuschreiben, am Ende hast du ein Buch, was Wert bringt. Und dasselbe ist mit Programmieren. Du schreibst ja eigentlich auch einfach nur Sachen runter und am Ende ist es was Wertvolles, was Nützliches für eine Person. Und das ist echt cool. Ja. Ich gehe jetzt Mittagessen holen. 12 Uhr pünktlich, wie sich das gehört in Deutschland. Ich schaue mittags immer YouTube-Videos beim Essen oder Netflix oder was auch immer. Ich schaue auf jeden Fall irgendwas. Viel, viel Englisches. Das einzige Deutsche, was ich schaue, ist, lohnt sich das tatsächlich. Meine Lieblingsfolge ist die von dem Musiker, der Musik für Videospiele macht. Er kam so rüber, als ob er das sehr gerne macht. Aber ich zahle gar keine Miete, weil es die Wohnung meiner Mutter ist. Ich zahle meine Umlagen natürlich, aber keine Blanko-Miete. Ja. Ich bin davon ausgegangen, dass wahrscheinlich mindestens eine Person heute da drüber schaut und mir Feedback gibt und ich dann das Feedback implementiere. Aber es hat anscheinend keiner bis jetzt Zeit gehabt. Deswegen, ich habe auch kein Feedback bekommen. Also müssen wir jetzt noch irgendwas anderes suchen für den Rest des Tages, was wir machen können. Und da haben wir eh viele Issues. Also viele Tickets, die offen sind. Da können wir uns eins raussuchen und schauen, was Spaß macht. Ich gehe jetzt durch unser Board durch. Es ist wie eine Liste von Aufgaben, die wir noch offen haben. Da suche ich mir jetzt was raus, was noch keinen anderen zugewiesen wurde. Brutto verdiene ich ungefähr 6.000 und ein bisschen. Und netto sind das 3.602 oder so. Ich meine, wir verdienen nicht ganz so viel, aber ähnlich viel wie zum Beispiel wie ein Arzt. Und ich meine, ein Arzt muss 10 Jahre Ewigkeiten ins Studium gehen und Sachen machen und so weiter. Als Programmierer brauchst du theoretisch nicht mal ein Studium, sondern das Einzige, was du wirklich können musst, ist Programmieren. Und das kann man sich selbst in 1-2 Jahren beibringen. Das hier könnte ein guter Edge Case sein, tatsächlich. Now if you should allow another unit separated promo statement. Ah, genau. Also, das Problem hier, was reported wurde, war, dass wir nur einen Number Separator akzeptieren. Also zum Beispiel, wenn du eine Nummer schreibst, du sagst 12,5 oder sowas, weil in Deutschland benutzen wir Komma und in Amerikanisch oder Englisch würden wir halt einen Punkt benutzen. Aber aktuell erlauben wir, glaube ich, nur amerikanische Schreibweise. Ja, hier ging es gerade darum, ob wir vielleicht einfach eine Bias akzeptieren könnten. Genau, mein Ziel ist jetzt, es möglich zu machen für Leute, die zum Beispiel Deutsch benutzen, dass sie Kommas benutzen können statt Punkte, um Zahlen zu separieren. Aber bevor wir das alles machen, geht's los in den Hundepark und danach geht's weiter. Das war auch Geld, was ich übrig hatte vor meinem ersten Startup. Mir ist nicht wichtig, dass ich ein Angeber-Auto habe. Mir ist eher wichtig, dass ich ein Auto habe, was Spaß macht. Ich würde es gar nicht meinen, aber Mustang ist eigentlich perfekt für einen Hund, weil sie halt so nah bei mir ist hier. Ich kann einfach meinen Arm zurückmachen und sie streicheln. Und sie hat genug Platz, dass sie schön liegen kann. Na, die kommt. Separate from here. Hey. Ich meine, ich bin gerne hier. Ich finde es schön, wenn Nadi hier rumrennt. Ja. Wir sind zurück. Und auf geht's mit der nächsten Task. Was ich jetzt konkret vorhabe zu programmieren, ist einfach, dass ich beides zulasse. Ich sage, okay, der User kann Punkt nehmen, der User kann Komma nehmen. Ich werde einfach beides akzeptieren. Eine Sache, die wir auch machen können, ist, dass wir sagen, okay, bei dieser Eingabe selbst, also dass ich jetzt 12,1 so eingeben könnte, wenn ich möchte. Und wenn ich dann Enter drücke, dann macht er halt einfach einen Punkt raus. Beim Input erlauben wir beides, aber wenn es dann darum geht, was der Output ist, dann machen wir es immer mit Punkt. Also ich schaue gleich, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also die Idee war ja, dass wir da jetzt beides reinschreiben können, also 12,5 zum Beispiel oder 12,5 und beides soll einfach funktionieren, dann zu 12,500. Und? Wenn wir jetzt Enter drücken, dann funktioniert das. Und schauen, ob es immer noch mit Punkt funktioniert, also 12,5. Geht auch noch. Und das ist die simpleste Lösung, weil damit kann ich sicher gehen, dass der Rest des Systems auf jeden Fall noch funktioniert, aber trotzdem beide Sachen funktionieren. Mein Abend sieht so aus, dass ich wahrscheinlich arbeiten werde. Ein bisschen noch. Und ein bisschen Videospiel spielen, vielleicht mit meinen Freunden rede, vielleicht meine Freundin anrufe. Ich habe viel Videospiel gespielt, als ich jung war. Da kam natürlich immer der Gedanke auf, wie die ganzen Sachen hinten dran funktionieren. Und daher kam mein Interesse an Programmieren.
Das lohnt sich, ja. Auf jeden Fall. Die Bezahlung ist super gut dafür, dass es ein spaßiger Job ist, mit dem man so viel Freiheiten hat. Ja, also es gibt, ich kann mir keinen besseren Job vorstellen. Das war's von mir. Ich habe mich bei Lohnt sich das selber beworben. Wenn ihr auch Lust hättet darauf, dann bewerbt euch auch unter lohntsichdas@br.de. Abonniert den Kanal und hier oben geht's zu meinem Lieblingsvideo von dem Komponisten und hier oben geht's zum nächsten Video.